Und jetzt geht's ja auch schon wieder weiter. Ups, da muss man aufpassen, dass man hier die Treppe nicht zu schnell runterspringt. Ansonsten hat man ein wenig mehr Gesundheit, beziehungsweise wenn man eine Schutzweste hat, etwas weniger von der Schutzweste. So, wir fahren jetzt wieder zu Ricardo Diaz. Das ist jetzt eine Fortsetzung von der Mission, die wir eben hatten. Hat also wieder etwas mit dem Rennboot zu tun. Man kann diesmal aber sagen, es handelt sich hierbei um eine Art Doppelmission ohne Möglichkeit dazwischen zu speichern. Denn erstmal geht es darum, dass wir als Erster an einem bestimmten Punkt ankommen, wo ein, ja, kann man sagen, Dealer halt eben schöne Stoffe verkauft, edle Stoffe verkauft. Und anschließend werden wir dann wieder oder werden wir gejagt. Und erst wenn beides eben abgeschlossen ist, ist die Mission komplett erledigt. Und We got some competition. los geht's. So, ich habe jetzt die Authority, Aufgabe, das Boot zu steuern. So, und die fahren jetzt we geradeaus. know Ich fahre aber den nicht hinterher, sondern ich fahre quasi oder drehe links ab. Und jetzt kommt der nächste Witz dabei. Ich fahre auch den nicht hinterher, sondern ich drehe weiter links ab. Und das ist eben auch ganz, ganz interessant. Ja, jetzt fahre ich quasi hier an der Brücke dann erstmal wieder rechts rum. Und dann sind wir auch innerhalb kürzester Zeit, es sei denn, da kommt jetzt ein Schiff, ein Geisterschiff, das wir zwangsläufig rammen müssen. Ist aber nicht der Fall. Also jetzt kämen quasi die Kontrahenten, die Competitions von rechts aus. Aber wir sind schon hier am Boot angekommen. Zack, bumm, tralala. Das war eine ganz einfache Geschichte. Das heißt, wir mussten uns nicht hier rumkämpfen. Und hier ist es wichtig und sinnvoll, eigentlich den, ja, gut, den Fahrer abzuknallen. Denn wenn der Fahrer abgeknallt ist, bleibt das Boot stehen. Aber es ist wirklich schwierig. Naja, jetzt haben wir getroffen, aber trotzdem wäre das Boot sowieso explodiert. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit. Das Boot ist, ja, ich sag mal, ist noch ungefähr zu zwei Drittel ja, heile. Ja, das ist gut. Das ist jetzt hier der Spruch. Da sind Schützen auf dem Pier. Aber ich habe das Gefühl, die wollen uns eher ablenken, dass hier ein Hubschrauber kommt. Die Schützen auf dem Pier können wir eigentlich nämlich links liegen lassen. Nicht weiter schießen, wenn hier die Brücke kommt, obwohl wir eigentlich ja, keine Munitionsgrenzen haben. So, dann ist das Thema mit dem Hubschrauber auch erledigt. Und das, was jetzt kommt, verstehe ich auch nicht. Nicht jetzt, dass ich gerade drei Sterne bekomme. Gleich kommt es noch dicker. Das hört sich an, als ob jetzt hier, keine Ahnung, noch eine Armada kommen würde. Aber es ist ja nur noch dieses Boot. Und ich habe mal ausprobiert, das Boot muss man noch nicht mal treffen. Ich habe es mal ausprobiert, man kann eigentlich dran vorbeifahren und es passiert gar nichts. Und dann trotzdem kommt dieser interessante Satz: Achtung, jetzt kommt es noch dicker. Naja. Gut. Obwohl eine Doppelmission, haben wir es hier innerhalb von, ja, unter 4 Minuten geschafft. Finde ich gut. So, das war's eigentlich schon. Und jetzt haben wir auch den bisher höchstdotierten Auftrag erledigt. Wir machen wie immer wieder hier einen kurzen Boxenstopp, indem wir jetzt zum nächsten Save Point bzw. Speicherpunkt fahren. So, dieses Mal ein blaues Auto, schick, aber hier steht immer ein Infernus. Ja, ich sag mal so, wenn ein Auto da steht, zu 90% steht da immer ein Infernus. Eben habe ich es auch mal erlebt, da stand gar kein Auto da. Da musste ich halt ein Stück weiter zu Fuß gehen. War jetzt aber auch nicht so schlimm. Denn Bewegung stärkt bekanntlich die Gesundheit. Naja, in dem Fall wohl nicht.
Aber es gibt in der Tat auch hier andere Möglichkeiten. Man muss also nicht, um gesund zu werden, also 100% Gesundheit zu bekommen, jetzt für Tommy Vercetti nicht nur die Herzen sammeln, zum Beispiel, sondern die Gesundheit kommt automatisch auf 100%, wenn man zum Beispiel verunglückt ist, wenn man von der Polizei erwischt wurde, aber auch, wenn man speichert, ist klar, und wenn man Pizza isst. Das kostet aber 5 oder 10 Dollar. Muss ich erstmal annehmen. Yo, Tommy, it's Lance. Ja, jetzt kommt Lance. Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak ja, to you later. Ist ja gut. So, hier wird wieder die Waffe aufgesammelt. Habe ich die schon aufgesammelt? Oder ist die noch von eben weg? Hey man, lay off the penny loaf. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja genügend Munition. Jetzt wird hier gespeichert. Und dann speichern wir das hier ab. Und dann bis später mal. Ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Ciao, ciao.